Hi, ich bin Linda und willkommen in meiner kleinen, kreativen Zwei-Zimmer-Wohnung in München. Ich liebe an meinem Zuhause, dass ich es hier immer gemütlich habe, mich super erholen kann. Es ist mein Happy Place und ich mag es sehr gerne minimalistisch, schlicht, gemütlich, aber mit dem besonderen Etwas. Wir sind hier in meinem Wohnzimmer, meinem absoluten Lieblingsraum. Hier ruhe ich mich super gerne aus auf meiner Couch, schaue Filme, Serien, lese. Ich liebe es auch hier mit meinen Freunden zu telefonieren oder sie zum Essen einzuladen und sie zu bekochen. Und ja, das ist mein absoluter Lieblingsraum, in dem ich auch Energie tanke. Ich wohne hier schon 10 Jahre fast und ich bin jemand, der unbedingt immer gerne einen Ort hat, an den er gerne zurückkehrt. Mein Zuhause ist mir super wichtig und deswegen bin ich tatsächlich ganz beständig und schon sehr lange in dieser Wohnung. Hier sind wir auf meiner Couch in meiner Chill-Ecke. Hier ruhe ich mich aus, mache ab und zu einen Powernap und ja, lass es mir gut gehen. Mein Einrichtungsstil ist schlicht, minimalistisch, gemütlich. Mir ist immer wichtig, dass man sieht, dass hier eine Person lebt. Und Farbe spielt eine große Rolle bei meinem Einrichtungsstil. Also mein Tipp ist einfach immer mal wieder, sich vom Algorithmus beeinflussen zu lassen, was einem vorgeschlagen wird, und zu schauen, ob man da ein Schnäppchen machen kann. Dann ganz viel Inspiration sammle ich eben auf Instagram, Pinterest, durch Freunde, die einen wahnsinnig schönen Einrichtungsstil haben. Und ich finde auch, dass ich so einen Einrichtungsstil auch finden darf. Also man muss nicht von Anfang an perfekt alles sich sozusagen überlegt haben. Manche Dinge entwickeln sich auch über die Jahre. Man tauscht Dinge aus und findet dann irgendwann so seinen perfekten Einrichtungsstil. Eines meiner Lieblingspieces ist dieser rosane Beistelltisch. Ich liebe meine Murano-Glasschale und ich liebe meine Pflanzen. Ich finde, sie geben meinem Raum hier, dem Wohnzimmer, dem Schlafzimmer, etwas Lebendiges. Und ich liebe es auch vor allem, mit nützlichen Gegenständen zu dekorieren und dem Raum eine Form zu geben. Hauptberuflich bin ich Kommunikationsdesignerin und vor circa 4 Jahren habe ich den Girls with Curls e.V. gegründet. Ein Verein, der sich für die Lebensrealitäten schwarzer Frauen in Deutschland einsetzt. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinen 3 zauberhaften Kolleginnen. Und wir bringen einmal im Jahr unsere Ausgabe raus und eine Special Edition. Wir machen Ausstellungen, Events, Lesungen, Dinner und versuchen einfach, die Community an verschiedenen Punkten zusammenzubringen. Hier drüben seht ihr meine kleine, aber feine Küche mit der Durchreiche. Super praktisch, wenn man Freunde zu Gast hat und gerade am Kochen ist und sich irgendwie denkt, hey, ich möchte mich lieber weiter mit denen unterhalten. Daher liebe ich die sehr. Ich liebe Kochen generell total. Ich finde es einfach super schön, sich jeden Tag irgendwie was Gutes zu tun. Ich finde, es hat auch was Meditatives. Und ich habe auch so ein paar Lieblingspieces. Ich mag meine neuen Pfannen sehr, sehr, sehr gerne. Und meine Bialetti, weil ich Kaffee auch natürlich über alles liebe. Und mein Wasserkocher. Wenn man wenig Platz hat, sind einfach Hängeschränke das A und O. Manchmal ist es auch gut, wenn man irgendwie kleine Kisten hat, wo man dann so Backbleche, eine Waage oder einen Mixer verstauen kann. Ich bin nicht so der Fan von sehr offenen Küchen, wenn man eine kleine Küche hat, weil man dadurch einfach wahnsinnig oft aufräumen und abstauben muss. Meine Küche ist ja sehr, sehr klein und nachdem ich seit vielen Jahren von Hand spüle, ist natürlich ein großer Traum von mir, endlich eine kleine Spülmaschine zu besitzen. Leider haben alle Ideen, die wir bisher hatten, noch nicht funktioniert. Falls ihr eine habt, bin ich sehr offen und freue mich über Vorschläge in den Kommentaren. Und jetzt nehme ich euch mit in mein Schlafzimmer. Bei der Einrichtung in meinem Schlafzimmer war mir vor allem wichtig, dass es ruhig ist, gemütlich. Ich wollte unbedingt, dass auch mein Bett so zum Fenster zeigt, dass ich dann quasi mit Sonnenlicht aufwache. Und ja, dass es eher so ein beruhigter Raum ist, der auch nicht so überladen ist. Ich liebe meinen Plattenspieler, den habe ich zu meinem 30. Geburtstag bekommen. Ich bin nicht mehr 30. Und das ist ein Plakat, das ein befreundeter Künstler gemacht hat. Gabe heißt der, das auch irgendwie super, super schön ist, das ich sehr liebe anzuschauen. An sich bin ich hier in so einer Ecke, die einfach ganz viel Ästhetik für mich ausstrahlt. Und an manchen Punkten in der Wohnung, finde ich, geht es einfach nur darum, dass die dem Raum einen gewissen Look geben und gar nicht unbedingt eine essentielle Funktion haben.
Hier kommen wir zu meinem Bett. Das ist meine Wohlfühloase. Ich lese gern abends ab und zu mal ein Buch und deswegen habe ich ein kleines Nachtkastell, auf dem sich auch eine Leselampe befindet, weil ich es super wichtig finde, dass man gemütliches Licht hat, wenn man sich in Büchern verlieren möchte. Und an sich ist es aber so, dass ich mein Bett natürlich hauptsächlich zum Schlafen nutze, weil ich sehr gerne und sehr viel schlafe. Wie ich schon vorhin auch erwähnt habe, ich dekoriere gerne mit nützlichen Gegenständen und hier zum Beispiel sieht man verschiedene Magazine, die ich mir so aus der Welt von meinen Reisen mitbringe, die auch meine Inspirationsquelle für meinen Job sind. Unter anderem habe ich die Möglichkeit bekommen, für den Film Moonlight ein Plakat gestalten zu dürfen, was jetzt auch gleichzeitig ein Teil meiner Einrichtung geworden ist. Und hinter mir sehen wir ein Plakat von der Staatsoper bzw. dem Staatsballett, das einfach nochmal so einen schönen Farbklecks in diese eher ruhige Ecke bringen soll. Das war's von mir. Ich hoffe, meine Wohnung hat euch ein bisschen Inspiration geliefert. Falls ihr den Look nachshoppen wollt, dann findet ihr den Link in der Beschreibung. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, eure Wohnung einzurichten. Bis dann!